Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar spielen wir heute einen Wunsch aus der Community, und zwar Graveyard Shift. Ich spiele das Ganze heute leider alleine, ohne meinen Kompagnon Stevie, leider. Und wir gucken mal, wie gut es läuft, wenn ich Graveyard Shift alleine spiele. Hey, auf geht's! Okay. Also Graveyard Shift. Der Name verrät ja schon, Dark Phobia Games, okay. Wir sind anscheinend ein Wachmann auf dem Friedhof? Würde ich jetzt mal so sagen. Und wir gucken mal, was passiert. Bin gespannt. Also Friedhöfe sind auch nicht so meins. Dezember 1995, Whispering Wind Cemetery. Also heißt die? Whispering Wind Cemetery? Gar nicht so schön. Oh, ich kann jetzt übernehmen, okay. Na gut, dann gucken wir doch mal, was hier so ist. Am Friedhof. Oder wer uns hier erwartet. Heißt die wirklich so? Whispering Winds Graveyard. Okay, die heißt wirklich so. Wer bist du? Hallo? I'm glad to see you. And I'm sure we've hired a great guardian. Er ist Bauchredner. Er bewegt seine Lippen nicht, wenn er spricht. Okay, ja, wir sind sehr gut. I know that during the first few nights you might not feel comfortable in this place. Ja. And maybe a bit scared. Okay. But you'll get used to it soon. Als ob man sich daran gewöhnt. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass die ersten Nächte nicht so toll werden. This cemetery is the most peaceful place at night. Was? You'll find enjoyment in the tranquility and silence of this place. Enjoyment? Weiß ich jetzt nicht, ob ich da so viel Freude finde in diesem Örtchen. Of course, you need to be very vigilant and make sure no one enters. Okay, you should know that many famous people are buried here. Ach, das ist das Problem, dass berühmte Persönlichkeiten da begraben sind. Deswegen kommen nachts die Kiddies, oder was? Go to Johnny's to get all the details from him. Okay, wir gehen zu Johnny. Ach du Scheibenkleister. Go to the security room and talk to Johnny. Na gut. Na dann, gehen wir mal weiter. Was war das denn für eine Map? Der Typ? Wer ist er? Hallo? Alter, was hast du für ein Gesicht? Junge! Du hast aber markante, also oh, krasse Kieferstruktur. Also, ja. Okay, cool. Das sieht aber auch, von weiter weg sieht es aus wie so eine Maske. So, okay. Aber, gut. Ich geh weiter. Security Room, Johnny. Aber das, Johnny, er wartet auf uns. Was zum Arbeitsplatz, der Typ? Ja. Auf jeden Fall. Okay. Bist du Johnny? You must be the new night shift guard. You should know that guarding the cemetery is uneasy. Aber sind die alle Bauchredner oder warum haben die keinen Lippenmovement? Also, okay. The cemetery is equipped with CCTV cameras due to the burial of many famous individuals. Okay, okay. You must regularly check the cameras and never let anyone in. Können wir nicht einfach das Tor dann abschließen, sodass keiner reinkommt? Tonight the cemetery has 3 guests. Due to the time constraints and a lack of proper and secure mortuary around the city, they had to store the bodies of the Ghost Rock group here tonight. Tomorrow, the funeral for these will be held, and you must be very attentive at the cemetery. Also wir müssen jetzt darauf aufpassen, dass da nichts passiert, oder was? In, da, wo die jetzt liegen? There's something very important that the priest told me not to tell you, but okay. I'll share it with you. Yeah, yeah. The previous night shift guard died of a heart attack. Net? We found his body at the church door with a bluish complexion and a terrified look on his face.
Ist ja mal sehr, also... I don't want to scare you. Ach nö. But it's better that you know and stay more alert. If you have any questions or encounter any issues, please contact me. Remember to regularly check the cameras. Okay. Also wir sollen die Kameras checken, das ist unser Haupt-To-Do und die Leute hier fernhalten. Okay. Können wir jetzt das Tor einfach zumachen dann? Also, und abschließen, so mit dem Schloss? Dass keiner rein und rauskommt? Gott, was war das für eine Kamerabewegung? Geht das hier? Also, nein. Warum sollten wir auch das Tor zumachen? Achso, vielleicht sollten wir auch das Tor zumachen. Wie du? Ja, Bauchredner. Das ist so ein Theme-Ding. Ah, Theme-Ding. Ja. Was ist denn das? Ja, ist doch gut. Vogel. Okay, was ist unsere To-Do? Ask the guy to get out of the cemetery because the opening hours are over. Okay, wo ist... Ich soll den jetzt anquatschen und sagen, hey, wir haben geschlossen. Bitte verlass das Gelände. Der ist 2,20 Meter oder so. Hello, Mr. Excuse me, sir. I must ask you to leave this place. This cemetery is closed from 5 p.m. onwards, and I have to lock the gate. Der Blick! Ja, danke für Ihr Verständnis und besuchen Sie uns bald wieder? Ich weiß nicht, ob man das sagt, auf dem Friedhof. Also ich glaube, also eigentlich nicht, oder? Aber es ist nett, dass er geht. Genau das habe ich mir vorgestellt. Wir machen das Tor zu, schönes Schloss drum, keiner kommt rein und raus. Das ist doch perfekt. Enter Security Room und check the CCTV. Na dann machen wir uns auf den Security Room und checken erstmal die Cams. So, jetzt sind wir hier bei Security Rooms und das sieht aber auch sehr ungemütlich aus, also ganz ehrlich. Okay, und wir checken jetzt erstmal die Cams. Da hätten wir vielleicht vorher uns angucken sollen, wo die Kameras positioniert sind. Ach, ich muss mit Mausklick, muss ich durchklicken. Okay. Okay, also das wissen wir ungefähr, wo das ist. Das scheint in der Kirche zu sein, würde ich jetzt sagen. Sieht aber erstmal normal aus. Vielleicht sollten wir die Kerzen ausmachen. Wenn eh zu ist, was ist hier los? Da mal leck. Okay. Also, bei dem einen Ding haben wir ein kaputtes Rohr. Ist die Frage, muss ich hier... Torch doesn't need to be torch. What? Wo sind wir denn jetzt hier? Ich hab noch nicht mal die Ahnung, keine Übersicht. Was ist da für eine Cam? Okay, hier sind aber die Leichen. Die drei Stück, wovon er gesprochen hat. Da sind die drei Särge, die dazugehörigen, gehe ich jetzt mal von aus. Okay. So, das heißt, wir könnten doch jetzt einmal zurückgehen. Examine the water pipe, genau. Ich habe keine Ahnung, wo dieses water pipe ist. Also, wir haben es gesehen, aber... Jetzt müssen wir danach erstmal suchen. Ah, okay. So, das heißt hier, das müssen wir schließen. I have to close... Was? I have to close the water tank. Okay, wir müssen dann... das hier suchen. Wo gehst du denn hin? Du gehst hier noch weiter. Du gehst hier weiter. Kann ich hier durch? Da hinten muss ich hin. Lass mich doch durch! Okay, danke. Have you ever heard the cries of a demon? Nein? Check the CCTV. Okay, also. Oh Gott, wo kommt ihr denn? Wer seid ihr? Warum? Statue? Sind das Leute? Okay. I can't believe my eyes. Ey, ja, wir gehen.
uns die CCTV anschauen? Okay, ja. Hey, what the... Warum liegt der auf dem Boden? Warte mal. Check the change has occurred in this was? A change has occurred in the Disactions Hall. Check it out. Where is the da? Okay, das heißt, wir gehen da lang, dann da lang, dann da lang. Okay. Gut, dann suchen wir mal da hinzukommen. Gut, dann gucken wir mal, was da passiert ist, warum der auf einmal auf dem Boden liegt. I don't get it. Können wir hier auch wieder zumachen? Okay, wir machen vorsichtshalber erstmal wieder zu. So, jetzt ist die Frage, in welchem Raum sind die? Hier nicht. Was denn? Woher kenne ich dieses Bild? Okay. What the fuck? Warum ist der Fokus jetzt auf das Bild gewesen? Okay, okay. Gut, kann ich dich wieder aufheben? Wieder? Und zurückpacken? Sehr gut. Very nice. Back to the security room. Okay, na dann gehen wir wieder zurück. What the fuck? Was war das denn jetzt? Was ist mit dem Bild passiert? Okay. So ein bisschen Layers of Fear Vibes, aber... Oh, okay. Das lag da vorher noch nicht, Chat. Das lag hier nicht. Was ist, warum liegt denn jetzt hier so ein... A scar that is not whether it is real or fake. I don't know. Kann ich das mitnehmen? Soll ich... Ich will nicht zoomen. Geh weg. Okay, wir legen es einfach wieder hin. Ich dachte, wir... Okay, wir... Tja, okay. Wir gehen in den Security Room, weil das ist unsere To-Do. Und oh. Telefon? Oh. Jemand ruft uns an? Was könnte das sein? Schreibt in die Kommentare. Sehr komischer Anruf, aber gut. Ich will den Arbeitsvertrag nochmal sehen. Ja, den würde ich auch gerne sehen. Warum ist jetzt auf einmal die Tür zugegangen? Also die Tür zu. Kann ich hier wieder raus? Geht das? Jemand hat uns eingesperrt. Lass mich doch raus. Okay, wir checken kurz die Kameras. Ja, wir wissen, Kameras checken, wichtig. So, mal gucken, ob wir jetzt irgendwelche... sonderbaren Dinge sehen? Ich hoffe nicht. Also, da wäre ich echt froh drum. Okay, bis jetzt sieht aber alles noch normal aus, muss ich sagen. Ne? Also, bis auf den einen Kopf, den wir da gefunden haben. War an sich. Wer bist du? Okay. Der war jetzt gerade gar nicht so toll vor der Tür. Warum ist der denn da? Ja, dann gucken wir doch mal, wer da vor der Tür steht. A guy is standing in front of the door. I don't need to tell him to go. He will understand. Ich muss es nicht machen? Okay. I need to take a nap. Wir sind doch mitten im Job. Warum legen wir uns jetzt hin und schlafen eine Runde? Was stimmt mit dir nicht? Der Typ hat... Johnny hat ganz explizit gesagt... Jax's CTV. Oh no. Sieht nicht gut aus. Wo sind wir denn jetzt? Aber ist das jetzt ein schlechter Traum? Deswegen sollte man auch während seiner Arbeit nicht schlafen. Also er vor allen Dingen nicht. Als Graveyard Shift. Wo müssen wir hin?
Müssen wir einfach dem. Müssen wir Richtung Licht? Ich weiß es nicht. Aber wir laufen jetzt Richtung Licht. Ich glaube, das ist nicht richtig. Aber hier steht auch nirgendwo irgendwas dran. Warte mal, hier hinten. Da hinten ist eine Lampe. Wollen wir da hinlaufen? Ich glaube, Richtung Sonne kommen wir nicht wirklich weiter. Hier kommen wir wenigstens. Soll ich jetzt hier rein? Hallo? Was ist das für ein Traum? Was ist das für ein Geräusch? Gott. Das hat gerade ein bisschen im Ohr weh. Okay, wir sind fertig mit unserem Nickerchen. Während der Arbeitszeit, wo bemerkt. What? Why is it this? Ja. Warum wurde das umgeschmissen? Das ist eine gute Frage, weil hier kommt da gar keiner rein, oder? Okay, wir checken mal CCTV. Ich bin ein bisschen angespannt, aber es ist okay. Okay, das Auto macht Rambazamba, ist ja auch, kann er ja machen, stört mich ja jetzt nicht. Ist vielleicht ein Eichhörnchen gegengelaufen oder so. Der Typ ist weg, Tor ist noch verschlossen, sehr gut. Ja, das Auto hupt halt, die drei liegen da noch und, Alter, ist das dunkel. Okay, soll ich jetzt das Auto checken? Also, muss ich? Take the flashlight and find a way to disable the car alarm. Flashlight? Wie equip ich das? Mit F? Oh, mit F. Okay, haben wir sowas wie Batterien? Nee, ne? So, haben wir einen Autoschlüssel. Autoschlüssel? Gibt's hier irgendwie sowas wie einen Autoschlüssel? Schade. Gut, dann... Du Scheiße, ist es dunkel. Ich sehe nichts. Also klar, es ist halt nachts, ne? Aber ist ja... Fuck it. Bin ich jetzt nicht so nice? Ja, und ohne Schlüssel kann ich nichts machen wahrscheinlich. Ich muss jetzt den Schlüssel suchen. Warte, was passiert hier denn? Okay. Wo könnte sich der Schlüssel verstecken? Haben wir den eventuell hier drin? Hier komme ich nicht rein, okay. Wie disable ich denn jetzt das Ding? Warte mal, was habe ich denn noch? Warehouse. Was ist das für ein Haus hier? Häuschen hier vorne? Okay. Hallo? Okay. Crowbar. Okay, hier ist zumindest schon mal eine Crowbar. Was ist denn jetzt hier passiert? Sag mal, was macht denn der Mülleimer mit mir? Was ist das? Was habe ich gerade aufgenommen? Kann ich die Crowbar mitnehmen? Ich würde die gerne mitnehmen. Okay. Nicht. So, was habe ich jetzt mitgenommen? I have to disconnect the car's alarm wire, otherwise the car battery may run out. Ja, ach so. Aber ich kann doch die Motorhaube nicht einfach so öffnen. Oder geht das von so? Das geht so. Klar. Okay, so. Also, gut. Go back to the security room. Wir haben unsere To-Do erledigt. Also gehen wir wieder zurück. Abonniert den Kanal. What? Wer flüstert mir denn hier was ins Ohr?
Es ist nicht so nice. The fuse has blown. Find the fuse. Was? Ich soll jetzt Sicherung finden? Okay, haben wir dann eine Sicherung zumindest schon mal hier? Wäre das eine Möglichkeit? Nein. Gut. Fuse. Ganz hinten links. Finde ich da jetzt Sicherungen oder ist da der Sicherungskasten? Wäre jetzt die Frage. Hallo? Okay, also hier ist auf jeden Fall kaputt. Hier kaputt. Ach so, ich muss die einfach nur wieder anmachen. Warte mal, kann ich den Kasten auch wieder zumachen? Jo. Safety first. Haben wir nicht gehört. Ignorieren wir. Oh Gott. Er hat da rumgeschrien. Mach die Tür zu. Okay. Alles cool? Alles soweit cool. Auch hier. Alles safe. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ist alles normal. Okay, cool. So, das Auto kann ja nicht mehr piepen. Wir haben ja die Batterie abgeklemmt. Wenn man das ja auch so macht. Hier vom Eingang haben wir niemanden. Und hier haben wir... Oh no. Also einer ist runtergefallen und der andere wurde weggenommen. Was? Examine the change made this. Ja, okay, wir gehen da wieder gucken. Ich hab so einen Schiss, das werde ich hier irgendwie. Could the body erase? Was? I don't like. Hello? Ja, ist okay. Passiert. Okay. Guck mal, das Bild ist weg. Hey. Du Scheiße. Wo sind die Körper hin? Ja, danke. Find a way out. Wie? Werden wir jetzt gejagt? Bitte nicht. A key should be around here. Wie a key? Wir sind doch auch gerade. Ich will mich jetzt verarschen, wir sind doch hier gerade. Wir sind doch hier auch gerade reingekommen. Hello? Oh, ich habe so gar keine Lust, ne? So gar keine Lust. Wo soll denn jetzt hier ein Schlüssel versteckt sein? Was war das denn jetzt? Sieht aus wie Kratzspuren. Ist hier ein Key versteckt in diesen Räumlichkeiten? Okay. Okidoki. We will not be buried here. Oh no. Ich soll jetzt auch gar nicht weiter nachforschen, was mit den beiden da passiert ist? Gar nicht? Kann ich nicht einfach hier nochmal gucken? Hallo? Oh, das ist eine Axt. Gib mir die Axt. Ich will sie mitnehmen. Ich habe eine Axt in meinem Inventory. Jawohl. Wie kann ich die ziehen? Geht das? Glowstick. Nein, ich will kein Glowstick. Nein. Leider? Nein. Torch? Nein. Night Vision Kamera? Was finde ich denn noch alles? Okay, ich kann die Axt nicht auswählen. Warum kann ich die Axt nicht auswählen? Ich will die Axt haben. Gib sie her.
equipped. Switch. Take it. Nimm sie. Nimm sie doch. Ich kann sie nicht nehmen. Yeah. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber da ist eine Gestalt im weißen Gewand. Ich hab da nicht so viel Lust drauf. Hello? Ma'am? Kann ich mit der Axt das hier nicht kaputt machen? Die sieht aus wie die von The Ring. Ja, mit den langen schwarzen Haaren. Okay, was ist? Ich hab doch einen Schlüssel gefunden. War das nicht der richtige Schlüssel? Jetzt ist die dritte Leiche auch noch weg. Jawohl. Jawohl. Jawollo. Ich hab ja richtig viel Lust. Ich hab's nicht gesehen. Und dementsprechend konnte ich mich auch nicht so erschrecken. Wenn ich hier irgendwas mache. Wenn ich hier am Fenster bleibe. Ja, was? Ja, ist klar. Warum machen wir das? Mach die Taschenlampe doch an. Okay, sie bringt nicht so viel, aber ein bisschen was. Sind wir. Okay. Keep Johnny informed by phone. Ja, das heißt, wir müssen erstmal wieder zurück. Oh, hier vorne war die Lady. Und sie ist nicht mehr da. Okay. Ist die Lady jetzt hier noch? Kann ich hier? Hier. Achso, jetzt ist auch wieder Licht an. Ja, genau. Ja, ja, ja. Okay. Wir rufen mal ganz schnell Johnny an. Johnny! Hilfe? Ein bisschen? Was hat... Was erzähle ich denn, Johnny? Wir haben hier so eine Schattengestalt, die auf einmal Tür schließt. Und weg ist sie. Okay. Achso, und unser Topf und Essen wurde weggeräumt. Cool. Boah, das Piepen! Das ist aber gar nicht leise. Hello? Hello, Mr. Johnny. There's a problem. What's going on? I just realized that the bodies are not in their place. What should I do? Mr. Johnny? I can't hear you. Can you hear me? Yeah, oh, Jesus. That lief gar nicht mal so gut. Check the CCTV. Warum sollte ich jetzt die CCTV checken? Kann ich einfach rausgehen? Oh, ich könnte rausgehen. Okay. Gut, wir gucken uns die CCTV an. Weil wir konnten ja Johnny nicht informieren und wissen jetzt auch gar nicht, wie wir uns verhalten sollen. All drei Leichen sind weg. Einfach gone. Warum auch? Was macht er denn? Vor allen Dingen wo? Schau mal, da ist die Kirche. Er macht also. Was ist denn mit ihm nicht richtig? Okay. Jetzt gibt man mal hier kurz No Signal. Na dann. Apparently someone is digging a grave in the cemetery. Check it out. Yeah. I'm on my way. Wenn ich jetzt noch grob wüsste, wo. Orientierung gleich 0. Wieso immer? Hier war der. Ja. He dug that grave. Ja. Warum? Warum hat er das geöffnet? Und was hat er da rausgenommen? Oh Gott, ist ja gar nicht unangenehm. Pokey Jackie Dazzy, okay. Escape from the graveyard through the gate. Okay, I'm out of here.
Fuck this shit, I'm out. Aber, komm ich denn raus? Also, ja, ich muss ja einen Schlüssel haben, ne? Also, normalerweise. Aber ich geh von... Was I supposed to be cemetery guard or damn ghost club? I will not stay here even for a moment. Yeah! Das sag ich auch. Das ist auf jeden Fall mein Gedanke. Shit. The lock has been changed. Was? Wer hat denn jetzt das Schloss ausge... Head back to the security room. Wir bewegen uns ganz schnell mal wieder zurück. Weil da standen gerade sehr viele Leute. Auf die habe ich gar keine Lust. Lass mich raten, ich komme hier wieder nicht rein. Doch, ich komme hier rein. Okay. So. Cool. Gut, dann checken wir die Kameras. Aber wie komme ich denn jetzt an den anderen Schlüssel ran? Also ich würde gern gehen. Jawohl, die Ladies in der Kirche. Vielleicht hat sie ja den Schlüssel. Ich gehe von aus, ich muss dahin, ne? Ich muss zur Lady. There's someone in this church, check it out. Klar, cool. Machen wir. Ist klar. Oh, no. Macht man ja auch so freiwillig, wenn man so eine Gestalt. Ja. In der Kirche sieht, dann geht man einfach dahin und lässt sich einsperren. What the fuck? Hallo? Oh, das war gar nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Was haben wir denn hier für eine Notiz? Komm, lass uns die Notiz lesen. We, the buried ones in this cemetery, have a message for you. For years, a demon has been buried here, tormenting our souls. Now you are condemned to destroy the demon within this cemetery and save us from torment. Otherwise, a harsh death awaits you. Na toll! Jetzt bin ich hier Dämonenaustreiber, weil ansonsten sterbe ich hier. Follow the footprints. Ja, okay. Auf jeden Fall komme ich erstmal wieder raus. Was ist passiert? Sind die in so eine weiße Farbe gelaufen? Okay, wir folgen mal den Fußabdrücken. Oh, ich weiß nicht, ob ich das... Warum mache ich das? Das wird doch niemals gut enden. Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt hier? Okay, ich soll hier hin. I need a tool to break the door lock. I need a tool to break the Doom Door. Okay, muss ich... Kann ich jetzt die Crowbar mit... Jetzt kann ich die Crowbar mitnehmen. Okay. Das heißt, ich kann jetzt mit der Crowbar das Ding hier öffnen? Geht das? Klar. Let me hear, there must be something important here. Search the underground tomb. Weiß ich nicht, ob ich das... Alter, wie tief geht das runter? Oh, nee. Smith. What the fuck, 1932. Okay, hier kann ich nicht rein. Okay. Ich dachte, da hat sich gerade was bewegt. Oh Gott! Taylor, 1940. Alter Falter. Okay. Ah.
Steht da jetzt jemand? Nein? Okay. Jones. 1945. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Ist ja wie so eine Art Tunnelsystem? Oh, und irgendeine Zelle ist aufgegangen. Roberts, 51. Also es hat sich angehört wie eine Zellentür, die aufgeht. Ah, wer bist du denn? Hey, hey, hey. Bist du Johnson? Johnson 68? Aber warum? Also, du bist ja von hier gekommen. Bin ich hier durch? Nein. Okay, dann gehen wir. Also, grünes Licht, würde ich sagen. Hört sich. Also, ist ein angenehmes Gefühl. Man fühlt sich halt so ein bisschen sicherer. Aber auch nur wenig. Also wirklich sehr wenig. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Was macht ihr denn? Okay. Williams or Brighton Family Youngest Child. Soll ich mir das jetzt merken? Williams or Brighton? Ich glaube, die Info brauchen wir früher oder später. Williams. Okay, Williams Child hatten wir ja, ne? Oder Brighton. Die Figur habe ich gar nicht gesehen. Oh, nö, 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 nö. Okay. Hier kann ich auch nichts machen. Wir haben hier nicht irgendwie... Okay. Was habe ich hier gemacht? Und warum konnte ich das machen? Deswegen. Ich verstehe. Ich habe einen Schlüssel. Hier kann ich das nicht machen, ne? Nee. Kann ich das bestimmt hier drüben auch machen, ne? Bei den... Vielleicht gibt es ja... mehrere Schlüssel? Warte. Was ist denn hier passiert? Mumie. Hier kann ich nichts machen. Hier, warte. Okay, wir haben ja schon einen Schlüssel, ne? Es kann ja jetzt sein, dass das ausreichend ist. Aber ich kann alle Dinge öffnen. Ich tue mir auch nochmal an. Wobei, vielleicht reicht ja der eine Schlüssel, den wir gefunden haben. Also er reicht auf jeden Fall, um dass ich diese Zelle hier öffnen kann. Was ist... Warum? Also... The candles are lit as if someone was here today. Ja? Das würde ich jetzt auch so sehen. Kann ich die einfach ausblasen? Also ausmachen? So? Warum macht man sowas bitte? Also welchen... Nimm die Axt. Welchen Mehrwert hatte... den so aufzubewahren. Und ich kann hier nichts mit nichts interagieren. In dem Raum. Ich würde ja gerne die Axt mitnehmen. Okay. Wir haben die Axt mitgenommen. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Kann ich mit der Axt? Okay. Hello. Hello, Ivo. Herzlich willkommen bei Graveyard Shift.
Wir versuchen gerade aus irgendwelchen Katakomben hier wieder rauszukommen. Und... Ach du Scheibenkleister. Oh no. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, Elias. Although the devil has possessed your body and soul in this transient world from today, you will peacefully rest in eternal sleep because the merciful Lord keeps you away from the devil. Elias, may the Lord forgive your sins and place your soul in peace. 1917, Whispering Winds Graveyard. Warum habe ich jetzt auf einmal ein Feuerzeug? Nimm doch das Feuerzeug runter! Ich will's nicht mehr! Leiter, no Leiter equipped. Ich sehe doch hier ein... Okay. Warum brenne ich den jetzt ab? Warum? Exit the... Ja. Ja, okay. Okay, Ausgang. Einfach nur Ausgang. Ganz schnell. Ganz schnell. Wir gucken auch gar nicht irgendwo anders rein. Also ich gebe mein Bestes. Warum ist hier auf einmal eine Leiter? Ach du Scheiße. Nimm die Treppe, nimm die Leiter, ist mir egal. Sieht super aus, danke. Ja. Wo kletter ich hin? Was ist das für ein Ausgang? Okay. Wo bin ich? Hallo? Okay, ich bin hier rausgekommen. Wo auch immer das ist. Go back to the security room. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wen höre ich denn jetzt hier? Hallo? I will crank from there. I will go check. Warum sollten wir... Haben wir nicht gelernt, dass Dämonen... Nein? Oh nein. Ma'am, die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr. Bitte verlassen Sie das Anwesen. Oh Gott, das ist die Evil Nun, oder? Ja. Warum? Go back to the security room. Okay. Gar nicht schlimm. Das Röhren auch nicht. Gar nicht gut. Also, easy. Einfach easy. Wir machen Tür zu. So, lass mich raten. Go. Achso, nicht CCTV. Legen wir uns hin? Nee, okay. Dann CCTV. Lass uns die Überwachungskameras checken. Vielleicht hat sich ja was getan. Ich hoffe nicht. Warum ist er denn jetzt schon wieder da? Und sie ist schon wieder im Building. Und jetzt? Was hat der denn jetzt hier auf einmal verloren? Ja, ist klar. Und er ist auch da. Natürlich. Und... Okay. See you in the hell. Ja. Devil does not burn. Devil does not burn. Ja. Mhm. Leave the area. Aha. 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 Au. Ach, übers Fenster. Richtig. Ja, richtig. Klar, wir gehen übers Fenster. Easy. Gar kein Problem.
So. Das heißt, wir gehen jetzt einfach raus? Also... What? Was war das denn jetzt? Okay. Wo sind wir? Where am I? I died? Ich hoffe nicht. Wir sind überall Särge. Ach du Scheiße, wir werden beobachtet. Tschüss. Ach, das ist der nächste. Ja, ist klar. Ja, dann laufe ich lieber hier lang. Weil dann sehen sie nämlich nicht, wo ich bin. Clever. Ach so, Scheiße, hier muss ich wieder rein. Okay, wir hüpfen jetzt noch weiter runter. Okay. Ach so. No flashlight equipped. Glowstick. Flashlight. Lighter. Irgendwas? Nope. Nichts. Okay, dann folgen wir dem unheimlichen Licht. Oh, Scheiße. Ich fühle mich gleich beobachtet. Dezent. Ein bisschen. Okay. Wir gehen weiter. Wir ignorieren das. Okay, hier sehe ich. Okay, Licht. Noch mehr Licht. Mein Security Room? Und ein Tape. Insert VHS into the device and play. Lass uns doch mal gucken, was uns hier Schönes erwartet. So, play. Hello there, viewers. Today's true story is about a man who was hired as a security guard at the Whispering Winds graveyard. Yeah. However, on the first night, he realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man buried there as it torments them. The naive and unsuspecting guard believes them and burns the body of the demon-possessed man. But he didn't know that the spirits are not visible, and everything he saw was of demonic nature. Now, the demon has awakened again, and the spirits of Whispering Winds are in torment. Death was the only punishment for this security guard. Okay. Das ist ja genau das, was uns passiert ist. Don't look it up. Okay, auf jeden Fall hat sich was verändert, nachdem ich den Notiz aufgenommen habe. Aber ich... Ach du Scheiße, komm da! Okay. Okay. Es ist der nächste Tag. Hey, wir haben es geschafft. Alles ist im Normalzustand. Und da vorne, das Tor ist offen. Der Typ ist da. Kann ich hier raus? Vielleicht, okay. Alles wieder cool. The bodies are in the places. There's no signal of the last night nightmare. That's a good sign. Yeah. Wir gehen jetzt zum Meet the Priest. Jawoll. Und wir kündigen direkt. Wir werden keine zweite Nacht hier machen. Auf gar keinen Fall. Gar nicht. Kann er knicken. Kann er alleine machen hier, der Priester. Ey, war schön. Habe ich ausprobiert. Ich, nie wieder. Auf gar keinen Fall mache ich das nochmal. Ich sag, goodbye, my lover. Goodbye, my friend. How was the first night of guarding at Whispering? Scheiße. Cemetery. I think you'd agree.
that being the god of this place revitalizes the human spirit. Ich gehe jetzt nach Hause und du kannst machen, was du willst. Ist mir völlig egal. Ich kann ich hier. Das ist dein Auto, ne? Ich nehme mein Auto. Ich bin hier sowas von weg. Tschüss. Nie wieder sehen wir uns. Nie wieder. Ich mach doch nicht nochmal eine Shift dabei. Gar keinen Fall. Welcher normaler Mensch würde das machen? Oh, Autofahren. Nach so einer Horrornacht? Oh Gott. What makes a woman? Macht doch keiner nochmal ein zweites Mal sowas. Das war jetzt The Graveyard Shift. Ey, cool. Ich würde nie wieder so eine Shift. Also nie. Ist nicht mein. Also gar nicht mein Berufszweig. Überhaupt nicht ansatzweise. Aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Lasst gerne einen Kommentar. Gerne auch ein Like. Und wir sehen uns dann einfach bei einem nächsten unserer Projekte, die von der Community meistens vorgeschlagen werden. Und bis dahin sage ich erstmal. Eingehauen.